Hallo ihr Lieben, wir sind Elena und Ben. 2019 haben wir alles aufgegeben, um mit unserem kleinen Segelboot die Welt zu bereisen. Wir wollen mit dem Wind nach Hawaii und das auf so vielen Umwegen wie möglich, denn die Welt ist bunt, sie ist groß, sie ist chaotisch und verrückt und wir wollen kein Fleckchen davon verpassen. Ja, eigentlich wollten wir mit euch jetzt durch ganz Griechenland reisen und von Insel zu Insel hopsen, aber wie das mal wieder so immer ist, ja, der Wind macht, was er will. Ja, when you sail, never stick to a plan. Also, genau. Wer segelt, hat Zeit. So, das sind so die Sprüche. Ja, also haben wir uns jetzt eine geschützte Ankerbucht gesucht und genau, hier soll nämlich ein ganz schöner Sturm durchpfeifen und ja, uns nach drin verkrümelt und werden mit euch jetzt so ein bisschen das Thema Bootskosten bzw. Kosten rund ums Boatlife ein bisschen durchleuchten, weil das hattet ihr euch tatsächlich auch schon seit einigen Wochen gewünscht. Es gibt 1000 Vorurteile, wenn es um Segeln geht. Segeln ist zu teuer, das denken sie immer alle, aber das stimmt so nicht ganz. Es gibt 1000 Low-Budget-Segler und Liveaboards, die mit kleinem Geld in der Tasche und mit den kleinsten, günstigsten Booten um die Welt segeln. Zum Beispiel hat sich unser Kumpel Micha von Sailing Terra für 1000 Euro ein Boot gekauft und ist von Köln aus damit bis ins Mittelmeer gereist und lebt seit ein paar Jahren jetzt umsonst in irgendwelchen Ankerbuchten. Also man kann wirklich mit wenig Geld an Boote kommen und damit drauf auch leben. Unser altes Segelboot zum Beispiel hat 11.000 Euro gekostet und Ben ist ja damit die ganze Welt gesegelt. Das heißt, er musste jetzt auch nicht nochmal extrem viel Geld reinstecken und ja, auf die 5 Jahre gesehen war das schon relativ günstig. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. Es gibt natürlich auch viele Vorteile von kleinen Booten gegenüber großen Booten. Also an kleinen Booten ist alles kleiner und günstiger und natürlich auch Hafenplätze sind günstiger, Reparaturen sind günstiger, also man sagt so rund jeder Fuß mehr auf einem Boot sind, glaube ich, ein Tausender mehr im Monat oder bei jeder Reparatur. Boote sind also bezahlbar, wenn man drauf lebt. Dann werden sozusagen die Alltagskosten und Miete für die Wohnung ersetzt und wir zum Beispiel zahlen dafür lieber unseren monatlichen Kredit ab für Ohana. Boote werden also nur dann richtig teuer, wenn man sie on top besitzt. Also du hast deine Wohnung und dann hast du noch dein Boot in der Marina stehen. Also dann fallen wirklich ja jährliche Marinakosten an und Reparaturen, weil Boote stehen sich in der Regel auch kaputt. Und wenn du es dann nicht selber reparierst und dann die anderen Leute das reparieren lässt, dann wird es natürlich richtig teuer. Und auch wenn man Boote chartert, kann es richtig ins Geld gehen. Also so ein Segelboot in der Ohana-Größe kann schon mal locker zwischen 3.000 und 7.000 oder 10.000 Euro kosten in der Woche. Das muss man sich natürlich erstmal leisten können. Also das ist schon richtig krass teuer. Es gibt natürlich aber auch Boote in jeglicher Preisklasse. Also wie gesagt, Michas Boot für 1.000 Euro. Für 10.000 Euro kann man um die Welt segeln. Und für 20, 50, 100.000 Euro kriegt man richtig coole Boote. Aber natürlich kosten manche Boote auch 1 Million oder 10 Millionen. Wir blenden euch hier jetzt mal so eine kleine Kostenaufstellung ein, so ein kleiner Vergleich zwischen Wohnungs- bzw. Hauskauf und Bootskauf. Und selbstverständlich richtet sich dies alles nach persönlichen Erfahrungen und das ist teilweise geschätzt oder überschlagen. Also genau, das ist jetzt nur so ein kleiner Richtwert. Also egal, ob man jetzt die Miete berechnet für eine Wohnung oder die Wohnung kauft, berechnen wir jetzt einfach mal 500 Euro monatlich für die Miete oder für die Kreditrückzahlung. Bei einem Boot in unserer Größe ist es sehr ähnlich. Da haben wir eine Kreditrückzahlung von 500 Euro monatlich pro Person. Die Hafengebühren fallen bei uns natürlich prinzipiell weg, da wir ja fast ausschließlich vor Anker leben. Das heißt, wenn man jetzt nicht auf dem Boot wäre, dann sind die Hafengebühren natürlich wieder wesentlich höher. Strom, Gas und Wasserkosten haben wir jetzt monatlich bei 100 Euro pro Person für Strom pauschal angeschlagen, 70 Euro für Gas und 30 für Wasser. Das kann natürlich auch je nach Haushalt variieren. Strom, Gas und Wasser haben wir auf unserem Boot jetzt den Kaufpreis der einzelnen Geräte für die Anlagen auf die 10 Jahre runtergerechnet. Das heißt, da liegen wir dann bei insgesamt 85 Euro im Monat und egal für wie viele Personen.
Ja, und genauso wie Reparaturkosten auch am Haus oder an einer Wohnung anfallen können, sind wir natürlich davon nicht geschützt und auf einem Boot geht eigentlich immer wieder was kaputt. Und das kann man wahrscheinlich sagen, also wir legen immer wieder ein bisschen Geld für die Reparaturen zurück und natürlich ist es auch günstiger, da wir fast alles selber machen. Was etwa alle 2 bis 3 Jahre noch anfällt, sind die Werftkosten, das heißt, man holt das Boot raus, man krant es raus, man hat einen Rundumcheck und genau, wir verlinken euch einfach nochmal unser altes Video von Anfang des Jahres, da haben wir da schon mal so ein bisschen alles aufgestellt. Ohana haben wir vor ziemlich genau 2 Jahren gekauft und sie hat damals 130.000 Euro gekostet. Eigentlich wollten wir ja gar keinen Katamaran kaufen, aber wir haben damals Segelreisen angeboten für zahlende Gäste und haben damals noch Charterboote gemietet, wöchentlich. Und das hat richtig viel Geld gekostet, also wie eben schon gesagt, 3.000 bis 7.000 Euro die Woche. Und dann haben wir gesagt, ey, das wollen wir uns doch lieber sparen, kaufen uns doch lieber einen eigenen Katamaran und bieten damit die Segelreisen an. Deshalb sind wir so zu Ohana gekommen. Unsere monatlichen Kosten. Wir haben im Moment eine Kreditrückzahlung von 500 Euro pro Person. Marinakosten vermeiden wir eigentlich immer, wenn es geht. Im Sommer liegen die Liegegebühren also damit bei etwa 0 Euro, da wir ja eigentlich immer vor Anker liegen. Und im Winter haben wir uns jetzt für 100 Euro eine Mooringboje gemietet. Ja, unsere Reisekosten liegen ja also damit auch bei 0 Euro, weil wir mit dem Wind segeln und den Motor eigentlich so selten wie möglich anmachen. Falls wir ihn doch mal nutzen, sind die Dieselkosten auch nicht wirklich hoch. Unser Motor verbraucht 2 Liter die Stunde. Wir haben ja 2, aber meistens lassen wir auch nur einen laufen. Versicherung liegt bei 85 Euro im Monat. Das ist eine Vollkaskoversicherung. Und das Beste am Segeln ist natürlich, dass man sich eigentlich fast überall in jeder Bucht umsonst vor Anker legen kann. Es geht natürlich immer irgendetwas kaputt. Deshalb kalkulieren wir pauschal etwa 5.000 Euro im Jahr für Reparaturen ein. So, jetzt noch zu einem ganz, ganz großen Thema, die monatlichen Einnahmen. Und zwar gibt es mittlerweile ja wirklich 1.000 Jobs, die man von unterwegs aus machen kann. Also wir haben echt schon so viele coole Leute, egal ob Lehrer, Ärzte, Rechtsanwälte, Skipper, Kapitäne, Köche, Handwerker, Künstler, Sänger, Tätowierer, Webdesigner. Also keine Ahnung, wir haben schon so zigtausend Jobs unterwegs kennengelernt. Ich glaube, in der heutigen Zeit sind wirklich den Berufen kaum noch Grenzen gesetzt. Und ja, wir haben ja 2 Jahre jetzt unser Geld mit Segelreisen verdient und mittlerweile ist es wirklich so, dass wir unsere Haupteinnahme ist neben Instagram auch unser Online-Shop, den wir uns jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben. Und genau, also ich glaube, wir werden auf jeden Fall immer irgendwie irgendwas finden. Irgendwie kommen wir klar. Man wünscht sich. Genau. Und ganz oft fragt ihr uns, ob man überhaupt einen Schein braucht, um segeln zu können oder wie teuer der überhaupt ist. Und genau, generell kann man eigentlich sagen, dass man jedes Motorboot oder Segelboot, was weniger als 15 PS hat, auch segeln darf oder nutzen kann. Und das hat wirklich dann mit der Motorleistung zu tun. Ich zum Beispiel bin ja fast 5 Jahre um die Welt gesegelt, ohne jeglichen Schein, Segelschein. Weil das alte Boot wirklich nur 12 PS hatte und deshalb war das kein Problem. Für Ohana brauchen wir allerdings einen Schein, beziehungsweise beide. Wir haben ja 2 Motoren, also einen für, nein, für mich. Nein, Quatsch. Aber wir haben 2x 30 PS Motoren, also genau, braucht man da diesen SBF-C oder SBF-Bin. Elena hat dafür 2 Tage gebraucht, ich habe 14 Tage für meinen Schein gebraucht, weil sie sehr stolz war und ich bin auch sehr stolz. Nee, du willst einfach, du glaubst mir das halt einfach nicht. Ich habe zusätzlich auch noch den SKS-Schein. Den braucht man meistens, wenn man sich ein Boot chartern will. Manche Länder, da braucht man ihn nicht. Oder wie in unserem Fall, wenn man mit Gästen kommerzielle Segelreisen machen will. Ja, wir hoffen, euch hat unsere kleine Frage-Antwort-Runde gefallen und es sollten eigentlich soweit keine Fragen mehr offen sein. Wenn doch, dann schreibt es uns in die Kommentare und dann gehen wir dann nochmal genau drauf ein. Sehr
Sehr gut. Und jetzt gehen wir bald wieder segeln. Bis bald. Tschüss. I find it hard to not